Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video Train Sim World 2 und wir sind heute unterwegs von Duisburg nach Bochum und zwar sind wir in der BR 101. Ja, wir sind 200 Meter lang, haben 8 Wagen und wiegen 427,4 Tonnen und ja, ich werde erstmal loslegen und dann können wir noch ein bisschen drüber quatschen, was denn hier überhaupt abgeht. Beziehungsweise, wo wir hier überhaupt sind. Nee, nicht Makrofon. Ah ja, rechts entriegeln ist ja schon. Gut, und zwar sind wir hier in der BR 101. Man kennt sie als, ja, die alte ICE-Lok. Hier im Westen fährt er anscheinend noch. Bei uns wurde der IC hier im Osten jetzt abgelöst durch den IC2. Ja. Und ich sehe gerade, unsere Lichter sind hier noch falsch eingestellt. Schlusssignale wollen wir natürlich als Spitzensignale haben. So, und alles, was hier ist, sollte eigentlich passen. SIFA, PZB, LZB machen wir noch an. Ich habe mir das jetzt angewöhnt, alles ein bisschen manuell zu machen. Und dann müssten wir eigentlich schon good to go sein. Und dann geht's auch gleich los. Die Strecke sind wir ja noch gar nicht gefahren. Und ich dachte, deswegen können wir sie ruhig mal mit reinnehmen hier. Ja, jetzt kriegen wir auch ein grünes Signal. Mit dem Zug darf man nicht allzu stark beschleunigen. Weil der ansonsten gleich abbricht. Ah, Bremsschlüsse habe ich noch nicht aufgesperrt gehabt. Dadurch war die Bremse noch angelegt. Oder geht's jetzt los? Ja, jetzt geht's los. Okay. Hatte ich vergessen. Ja. Was gibt's dazu zu sagen? Das ist das DLC Rhein-Ruhr. Möchte ich sagen. Rhein-Ruhr Hauptstrecke. Glaube ich, so heißt das. Und hier fährt hauptsächlich die 425 oder die 423. Ich kann die nicht ganz auseinanderhalten mit dem Zug oder mit der S-Bahn von dem Rhein-Ruhr Ost. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber genau, eigentlich fährt hier die S-Bahn. Und wir sind jetzt aber hier im IC. Den kann man auch fahren. Ihr seht, der ist ein bisschen länger. Und der kommt eben hier mit der BR 101, die relativ schnell Radschlupf hat. Also ihr seht, ein bisschen mal rauf aufs Gas und schon ist der Radschlupf da. Hat aber AFB, das ist das Nice. Aber ich glaube, um die AFB anzukriegen, muss man den Richtungsschalter auf neutral haben. Ansonsten geht der, glaube ich, nicht an. Tastenkombination ist Shift R oder Steuerung R. Ist jetzt gar nicht so genau. Ich glaube Shift R. Ja, ansonsten, was gibt es zur Strecke zu sagen? Das ist hier die Strecke von Duisburg nach Bochum und die läuft über Essen. Und wenn man hier mit dem IC fährt, ich zoome jetzt mal ein bisschen rein, damit ihr mehr von der Strecke seht. Dann hält man eben nur am Essen Hauptbahnhof und dann nochmal zum Schluss. Ich sehe gerade, ich habe hier noch die Zielmarkierung und die Haltetafel an. Das ist noch von der Einführung, die ich noch gespielt hatte, von einem anderen DLC. Was auch noch auf diesem Kanal erscheinen wird. Da werden wir uns dann mal Aschaffenburg angucken. Da gibt es nämlich die Strecke Aschaffenburg gegen bis Gemünden. Die habe ich auch noch nicht gezeigt. Bei der Main-Spessart-Bahn, so heißt das DLC. Ja, sehr nice. Da kann man hier eben mit der BR 101 vorbeidüsen.
Hat auch LZB, gibt es aber auf der Strecke hier nicht. Hier ist keine LZB verlegt. Wenn man sich mal so eine Karte anguckt, ich glaube, ich habe das heute oder gestern gesehen gehabt, wo denn überhaupt Schnellstrecken sind in Deutschland. Erschreckend. Also wirklich, wie wenig Schnellstrecken es gibt, ist es wirklich erschreckend. Also da muss Deutschland echt noch nachlegen, was das angeht. So, und wir rasseln auch hier an ein paar Bahnhöfen vorbei. Also ist nicht so, dass man hier nichts sieht. Alles sehr städtisch gehalten. Oder nicht gehalten, ist halt so. Alles sehr städtisch. Ist das für unser Signal? Ne, das ist doch für links von uns, ne? Ja, alles sehr städtisch. Natürlich hier im Ruhrgebiet. Da ist das klar. Da ist das nicht so wie bei uns in Brandenburg, wo man einfach mal jahrelang nichts sieht. Trotzdem hoffe ich noch, dass die Strecke Berlin-Wittenberg als nächstes kommt. Ja, einfach weil ich die Strecke auch gut kenne. Und ja, macht einfach Bock zu fahren auch, wenn man halt weiß, dass man da auch schon mal in Real Life lang gefahren ist. Wir können noch ein bisschen entspannter machen. Das Schild sehe ich noch nicht. Ab dem 110 ist. Ah, hier vorne. So, Bremse lösen. Ja, die Strecke ist natürlich nicht komplett Vollspeed. Bis Essen sowieso nicht. Ist hier relativ kurvig auch. Hier mal einen Überblick zeigen. Also hier fahren wir nochmal in die Kurve rein. Hier ist Essen und dann. Also Essen ist fast direkt in der Mitte, ne? Dann kann man jetzt hier nochmal auf 130 gehen. Man muss natürlich ordentlich warten, weil der Zug so lang ist. Aber wenn man schon eine gewisse Geschwindigkeit hat, dann kann man auch hier schon mit 100% reinjagen. Also mit 100% Leistungsschub. Ist halt ein bisschen schwierig. Ja, Radschlupf ist da, aber das behindert einen nicht so sehr, dass es jetzt irgendwie schlimm wäre. Fand ich dann bei Rapid Transit, fand ich das dann schlimmer. Dass dann da einfach Regen war und ja, in dem unterirdischen Teil. Unterirdisch? Ja, unterirdisch war es auch. Halt in dem U-Teil. Mann, unterirdisch. So. Dass es da halt auch reingeregnet hat, das war halt ein bisschen lächerlich. Hier ist dann 160, aber ihr seht, wir haben nur noch 7,3 Kilometer. Das heißt, so viel 160 können wir jetzt hier nicht ausfahren. Natürlich werden wir jetzt hier auch noch mal ein bisschen Stoff geben. Aber man wird dann relativ schnell auch bremsen müssen. Dennoch finde ich eine schöne Strecke eigentlich. Ist dafür aber relativ kurz. Nicht die längste Strecke. Ich glaube irgendwie 45 Kilometer oder so, wenn ich lügen müsste jetzt. Bremse mal ein bisschen gegen. Hier geht es bergab. Die AFB von den alten Loks, die ist immer nicht ganz so super. Natürlich, wenn man bremst, muss man erstmal auf Null schalten. Ja, wie gesagt, also die AFB von den alten Loks, die ist immer nicht so ganz gut. Da beschleunigt er dann manchmal auch ein bisschen über die Zahl, die ihr eingebt, über die Geschwindigkeit. Ist dann insofern nervig, wenn ihr perfekte Punktzahlen haben wollt. Mich interessiert das jetzt nicht so. Muss jetzt hier nicht die komplett perfekte Punktzahl erreichen, aber so, dass es eine Goldmedaille wird, sollte es schon sein. Ja. Ansonsten, was gibt's zu sagen? Stinknormaler Zug, ne? Hier mit Beifahrersitz. Hier seht ihr auch die LZB-Anzeige noch. Also Einsatz, Leistung. Und hier auch nochmal die Geschwindigkeit. Hier fahren wir an der Onkenstraße vorbei.
Und dann sind es noch 3,3 Kilometer. Und dann sind wir auch schon da. Muss nachher nur mal aufpassen. Es gibt einen Abschnitt. Da ist 140. Zeige ich euch gleich nochmal. Und da ist aber kein... kein Geschwindigkeits... Keine Voranzeige der Geschwindigkeit. Und dann rast man da natürlich rein und weiß nicht, warum man Punkte abzukriegt. So, 130 sollte ja noch von sich aus runtergehen. Gehe auch schon mal mit der AFB ein bisschen runter. So, ab hier ist dann 130. Und dann ist hier das nächste 110 und ihr seht schon, wir sind jetzt auch schon hier mit einem Doppelgelb, das heißt rotes Signal. So, müssen wir natürlich bestätigen und dann unter 85 bremsen. So, falls wir das getan haben, können wir uns erstmal ein bisschen ausrollen lassen. Nächste ist dann, wenn der 1000 Hertz, die 1000 Hertz Anzeige wegfällt, müssen wir dann unter 65 bremsen. Wer da ein bisschen fitter ist, der wird das wissen. Jetzt werden wir unter 65 bremsen müssen. Ansonsten kriegen wir eine Zwangsbremsung. Und sobald wir dann hier im 250 Hertz Magnet sind, im 500 Hertz Magnet, nicht 250, müssen wir unter 45 km/h. Und dann können wir hier vorm roten Signal anhalten. Wir sind pünktlich da, wir können noch ranrollen. Kein Problem. Können hier ruhig die Punkte mitnehmen. So, und bleiben hier direkt unterm Signal stehen. Nicht ganz perfekt, 499 kriegen wir. Türverriegelung links raus. Und dann schauen wir uns den Bahnhof doch mal an. Da steigt keiner aus. Können ja mal die Wagen lang gehen. Ups. Ne, will tatsächlich keiner aussteigen. Ach, guck mal hier. Gibt sogar eine Zuganzeige. Wusste ich gar nicht. Ja, zeigt sogar richtig an. IC 2020. Nice. Kann man hier, glaube ich, auch gar nicht umstellen. Man kann die auf weiß stellen. Die Anzeige ist natürlich immer ganz nice, weil man hier dann nochmal sieht, was ist hier für eine Überwachung und so weiter. Signal sehen wir jetzt natürlich nicht mehr, ist aber immer noch auf rot. Wir lassen die Fahrgäste auch nochmal ruhig ein bisschen länger einsteigen. Gibt natürlich auch die Kamera hier noch. Die hier. Kann man nochmal ganz gut rumgucken. Oder wenn man sich den Bahnhof eben nochmal angucken will. Auf der 8 und dann mit den Pfeiltasten. Ja, hier, wer einfach mal auch sagt, hey, den kenne ich ja, den Bahnhof. Der kann sich hier mal ein bisschen umgucken. Ja, nochmal zwei Abstellgleise. Drei sogar. Oder vier sogar. Mensch. Ja, und dann können wir auch schon die Türen wieder schließen. Zack. AFB auf 110. Wir haben aber immer noch ein rotes Signal. Bremsen können wir lösen. Und dann kann es weitergehen. So, wir sind noch in der Überwachung. Ihr seht schon, der braucht ein bisschen zum Anfahren, also er ist gut am Ziehen. Jetzt können wir uns befreien von der Zugbeeinflussung nach dem Signal und dann dürfen wir auch wieder über 25 fahren. Ja, und jetzt geht's nach Bochum, sind auch nochmal 15 Kilometer. Wie gesagt, ist halt echt nicht lang. Und ich kann euch ja schon mal zeigen, welche Kurve ich meine. Und zwar fährt man hier ganz schnell lang und dann ab hier, hier wo der Zug gerade ist, kommt eine Kurve. Und die dürft ihr nur mit 140 nehmen. Ist aber, wie gesagt, gibt es keine Vorankündigung der Geschwindigkeitsreduzierung.
Das heißt, ja, da bleibt einem nur übrig, Kilometerzahl merken und dann ab da abbremsen. Hier ist eine fiese Stelle, der kommt so schon nicht voran. Und dann geht es ja auch noch bergauf. 130 können wir schon mal einstellen, weil so schnell wird er sowieso nicht über die 110 kommen. Also er braucht ein bisschen, bis er hier losgelegt hat. Und ich wundere mich, ich gucke gerade auf die Uhr. Es ist 3:03 Uhr und es ist einfach mal super hell. Scheint hier wirklich im tiefsten Sommer zu sein. Die Mission. So, jetzt fahren wir raus hier aus dem Essener Hauptbahnhof. Ab nach Bochum. Also es ist immer wieder echt verwunderlich. Für jemanden, der jetzt hier nicht aus dem Ruhrgebiet kommt, wie dicht diese Städte alle beieinander sind. Ne? Ich finde das so krank, wie einfach. Also es sind ja auch keine kleinen Städte, ne? Das sind ja Städte mit Hunderttausenden Einwohnern. Wie die einfach mal so dicht beieinander sind alle, ich finde das krank. Aber total cool. Also krank im positiven Sinne. So, jetzt geht's hier nämlich rüber auf den nördlichen Abzweig. Hier war mir aufgefallen, dass er dann gut und gerne mal über die 130 geht. So, hier ist 150 dann, wenn wir uns wieder einsortiert haben. Dauert natürlich, wie gesagt, ein bisschen. Ab hier ist dann auch schon 160. Dadurch, dass es aber hier bergab geht, muss man ein bisschen vorsichtig sein, obwohl, nee, passt. Kann man mit 160 durchgehen. Wie gesagt, das Einzige, auf das wir jetzt achten müssen, ist, wir haben jetzt hier diesen kleinen Knick und dann kommt 140. Das heißt, da müssten wir dann nochmal abbremsen. Ich kann auch gerne, ich gucke jetzt auch gerne nochmal auf die, und ihr könnt auch mal gerne nochmal auf den rechten Fahrbahnrand gucken. Na, Fahrbahn sagt man ja bei der Bahn nicht. Aber rechts neben dem Gleis. Da müsste ja eigentlich ein gelbes Schild, ein gelbes Dreieck mit einer 14 kommen, um zu signalisieren, hey Dude, du darfst hier nur 140 fahren, weil gefährliche Kurve und so. Ja, aber ist eben nicht der Fall. Zumindest nicht nach meinem Erachten. Ja, man müsste sich wirklich merken, welchen Kilometer das ist. Wenn man hier zu früh bremst, dann verliert man auch super viel Zeit. Aber ich bremse jetzt mal runter auf 140. Ihr seht kein Schild, kein Schild, kein Schild. Nichts. Und ab hier ist dann auf einmal 140, ne? Also, guck mal. Also, kein Schild, keine Vorwarnung. Also, am Bahnhof hier. Am Bahnhof hier ist 140. Das kann man sich ja gut merken, eigentlich. Das ist ja okay. Das ist ja. Damit kann man ja wenigstens arbeiten. Aber, ja. Das ist halt Dovetail Gaming. Wie es lebt und lebt. Entweder kann man die gelben Schilder nicht bestätigen und man kommt dann nicht in die Überwachung rein, weil sie es einfach verpennt haben, den scharf zu machen. Den 1000-Hertz-Magneten. Ja, und ab hier kann man wieder 160 fahren. Wird einem aber auch nicht gesagt. Also es ist wirklich nur für die Kurve. Und dann. Naja.
Das ist so das Manko hier, das einzige eigentlich, was ich an der Strecke habe. Ansonsten sehr schöne Strecke, gefällt mir, macht Spaß. Auch wenn es ein bisschen kurz ist, eine längere Strecke wäre mal wieder geil. Also so, deswegen ja auch Berlin-Wittenberg, so eine 90-Kilometer-Strecke, also wäre schon nice. Ich glaube, die längste Strecke, die jetzt momentan im Spiel ist, müsste Köln-Aachen. Oder es gab noch eine Strecke, die relativ lang war. Taranta-Rampe ist, glaube ich, die längste. Aber die ist halt auch relativ langsam. So eine schöne Höchstgeschwindigkeit, oder Höchstgeschwindigkeit sein. Hochgeschwindigkeitsstrecke wäre halt auch mal wieder nice. So, 2 Kilometer noch. Ich gehe mal schon mal runter. Und da sehen wir auch schon. Wir können hier ordentlich die Bremse anlegen. Von 160 wird ein ordentlicher Bremsweg gebraucht. Wir müssen ja auf 85 wiederkommen. Deswegen, da gehen wir jetzt mal hier ordentlich in die Eisen. Und die Lok bremst auch noch ein bisschen nach, tatsächlich. Also man muss nicht bis zum Ende. Die Bremse löst sich nicht so schnell. So, und wir sehen schon, da vorne ist tatsächlich rot. Das heißt, wir kommen jetzt hier schon in den 500-Hertz-Magnet und dürfen noch nicht einfahren. Müssen vorher nochmal runter? Nein, Türfreigabe nicht. Wir geben hier noch nicht die Tür frei. Also, von mir aus können die Passagiere ja auch gerne aussteigen. Aber weiß ich nicht, ob die das so nice finden. So. Na, dann warten wir hier noch kurz. Ich meine, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. So, machen wir mal die Bremse an. Und dann warten wir aufs grüne Signal. Könnten natürlich auch im Stellwerk kontaktieren und fragen, hey, was denn los? Aber die sagen, nee, nee, schön warten. Na, warten wir halt. Und bisher eigentlich ein perfekter Run, außer dieser eine Punkt, den ich beim Anhalten. Da waren wir 1 Meter, glaube ich, von den 500 entfernt. Unlucky ein bisschen. So, wir müssten jetzt aber langsam mal los, wollte ich gerade sagen. So. Das Ding ist, wir können jetzt hier nur mit 45 fahren. Also jetzt erstmal 25. So, jetzt müssen wir neu bestätigen. Und jetzt sind wir in der 45 Überwachung. Weil wir uns ja nicht befreien können und stehen geblieben waren vorher. Das heißt, wir können ja auch nur mit 45 einfahren. Das Ganze auch mal runter machen. Am besten, ihr reizt das Ganze nicht aus, denn wenn man auf 45 kommt, oder wenn er hier 45 anzeigt, dann ist es meistens schon zu spät und ihr habt eine Zwangsbremsung. Deswegen immer ein bisschen drunter bleiben einfach. Jetzt kommt es hier auf die paar Sekunden auch nicht mehr drauf an. So, und dann fahren wir hier ein in den Bochumer Hauptbahnhof. Und die Strecke ist natürlich super für ein nicht allzu langes Video. Hier noch mit den alten Säulen. Oh, müssen jetzt langsam verzögern. Ja, das könnte eine Punktlandung werden. Das wird auch eine Punktlandung. Holy. Nice. Okay, rechts müssen wir freigeben. Gucken wir mal raus. Ups. Nee, 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 nee. Hier ist es. So. Ja, komisch, steigt niemand aus. Scheint verbuggt zu sein.
Wir gehen mal ans Ende. Nö, ist auch keiner drin. Naja, ist ja auch um 3 Uhr. Wer soll denn da schon großartig drin sein hier? Keiner drin. Hier fährt noch der Regionalexpress ein. Auch den wird man wahrscheinlich im Fahrplanmodus spielen können. Der ist mir aber gerade hier ein bisschen zu laut, der Kollege. Mein Gott, da fliegen mir ja die Ohren weg. So, und dann schließen wir gleich noch die Türen. Und dann müssten wir das Szenario auch schon geschafft haben. Jawohl, sehr gut. Ja, war ein bisschen zu spät, aber gut, dafür kannst du halt nichts, wenn du rotes Signal hast. Das heißt, die maximale Punktzahl wird hier, ja, nicht ganz 5000. Boah, was haben wir jetzt abgezogen bekommen? Ja, wird nicht ganz 5100 oder so sein. Aber ich denke, damit kann man gut zufrieden sein. Und dann würde ich auch mich auch schon verabschieden von euch. Hoffe, ihr seid im nächsten Video wieder dabei. Habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.